So, da sind wir bei dem nächsten Video angekommen, nämlich wie stellen wir die Tageszeit ein, beziehungsweise wie können wir diese im Spiel ändern. Vorweg, ich zeige es euch nur ganz kurz. Ich habe hier zum Beispiel schon mal die ganze Map aufgedeckt. Ich zeige euch extra nicht die ganze Map, um euch nicht selber zu spoilern. Aber wer das Ganze wissen will, wie das funktioniert, einfach mal oben rechts in der Infobox gucken, ganze Map erkunden. Dazu hatte ich eben schon ein Video hochgeladen. Aber ich werde euch halt wirklich nur immer das erklären, was in dem Video auch vorkommt. Also ich werde euch nicht andere Sheets verraten, aus einem ganz einfachen Grund, weil es gibt auch nützliche Sheets, wie zum Beispiel Tageszeit ändern. Wir machen das mal ganz einfach gleich. Wir gehen einfach mal in die Nacht, weil wir wissen alle, manchmal sind wir an Stellen, wo wir uns denken, ach nö, ich hätte aber jetzt lieber Tag. Und dann jedes Mal ins Bett ist natürlich auch nicht immer möglich, weil dazu musst du dir eine Werkbank bauen, dazu musst du dir ein Bett bauen, ein Lagerfeuer muss in der Nähe sein und du darfst natürlich auch keine Gegner um dich rum haben, denn so kommen wir erst in den nächsten Tag rein. Aber manchmal will man halt einfach bei Tag spielen, weil wir sind alle eigentlich ziemlich fröhliche Menschen. Aber es gibt natürlich auch die, die wollen alles bei Nacht spielen. Für die ist das Ganze natürlich auch möglich. Aber ich zeige euch mal ganz kurz, was ihr machen müsst, damit ihr die Tageszeit quasi einstellen könnt. Ihr geht einfach auf F5 und gibt ein Cheater. Und nein, ich zeige jetzt nicht alle Chat-Befehle. Nämlich, ich mache wirklich nur das, was jeder wissen will. Nicht zum Beispiel, keine Ahnung, wie töte ich alle und hast du nicht gesehen. So, dann ist der Cheat-Modus jetzt quasi aktiviert. Wenn wir jetzt Nacht haben wollen, geben wir einfach ein Tod, Leerzeichen 1 und zack, wir haben Nacht. Aus dem Modus kommt man ganz einfach wieder raus, indem man F5 drückt. Ihr seht, jetzt haben wir Nacht. Mir persönlich gefällt die Nacht aber nicht so gut, aus dem Grund wieder F5. Der Cheat-Modus ist immer noch aktiviert. Jetzt geben wir einfach ein Tod, Leerzeichen 0. Jetzt pass auf, Punkt, nicht Komma, sondern Punkt 0,5. Also insgesamt Tod, Leerzeichen 0,5 und zack, haben wir wieder Tag. Wem das natürlich schon gefallen hat, gerne ein Like da lassen. Wie gesagt, ist zwar schon ein Cheat in dem Sinne, aber keiner, der irgendwie euch im Spiel unfair voranbringt. Wer halt lieber am Tag spielen will, der kann natürlich am Tag spielen, aber vergesst nicht, ein bisschen gescheatet ist es schon, weil nachts sind halt die Monster mehr aktiv als tagsüber. Und damit würde ich sagen, euch noch viel Spaß in Valheim und wie gesagt, gerne ein Like da lassen und haut rein.